Moi, Leva Le Guetten. Mein Name ist Jérôme Lulling. Ich bin hier am Risikoland Lützebüsch. Und heute erzähle ich euch nächstes ein von meinen Witzen oder Anti-Witzen. Aber das ist kein Witz aus meinem Buch 170 Witze auf Lützebüsch. Ein Mann beschwert sich via Mail bei einem Auto. Monsieur, letzte Woche habe ich auf Ihrer Internetseite ein Buch online gekauft, aber ich habe es bis jetzt noch nicht gekriegt. Wo bleibt mein Buch? Das Buch heißt Wie ich mir den Leuten im Internet an. So einfach. Also auf Französisch dann ein User, comment dit on ça en français? Quelqu'un, il a acheté un livre chez un auteur via son site. Il a commandé, il a acheté, il a déjà payé, mais il n'a rien reçu. Donc il dit, monsieur, je viens d'acheter votre livre, mais je ne l'ai toujours pas reçu. Pourquoi? Et il donne le titre du livre. Comment arnaquer les gens sur Internet? So in English, a customer asks an author, I just bought a book on your website and ordered it and bought and paid for it, but I didn't get anything. How come? And the book is called How to Take Someone to the Cleaners on the Internet. Oh. How to con someone on the internet. I really like the expression. His wife took him to the cleaners. Okay, das war doch schon nichts. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. All Gutes, passt auf euch ab an www.exercice.lu oder grammaire.lu für Lützebüsch zu trainieren. Aber ja, bis nächstes Mal.